die zweite Strophe des Liedes Halleluja, Gott zu loben, geht einem anderen Ziel nach wie die dritte Strophe, wo nur ein allgemeiner emotionaler Gehalt der Strophe nachgezeichnet wird. Die zweite Strophe muss detaillierter erklärt werden, buchstabiert werden. Sie beginnt so. Die Melodie liegt in der linken Hand. Setzt auf Fürsten kein Vertrauen, Fürstenheil steht nimmer fest, unverändert gespielt. Die rechte Hand geht so. Immerfort in diesem Stil, ein kurzes Muster wird ständig wiederholt. Zweites Mal, nächstes Mal und wieder. In diesem Stil geht es durch. Ihr Fuß spielt Fullness. Auch ein Muster, das immer fortgesetzt wird. Pause. Pause, drei Töne. Pause, drei Töne. Und so weiter. Die Töne gehen abwärts, chromatisch. Ein Passus Durusculus, harter Gang, der den Text darstellt, setzt auf Fürsten kein Vertrauen. Die gesamte Situation. Die rechte Hand mit ihrem nicht gerade interessanten Begleitmuster, langweilig, eher monoton. Wenn man es mit zwei Händen spielt, sieht man noch etwas. Stimmkreuzung, verdrehte Stimmen, oben ist unten, unten ist oben. Was stellt das dar? Es stellt dar, wie die dargestellten Fürsten, wie die ohnmächtig, wie Menschen nun mal sind, am Suchen und nicht Finden sind, an der orientierungslosen Form eines Dahinlebens. Der Fuß stellt auch die Fatalität dieses allgemeinen Ganges vom Leben, natürlich ist gemeint, zum Tod, der Endlichkeit dar. Von oben nach unten geht's abwärts ins Grab mit Pausen, Chromatik, schmerzhafte Gänge abwärts. Zum Schluss auch noch Decrescendo, es wird leise. Fürstenheil steht niemals fest. Immer leiser. Dann beginnt der nächste Abschnitt. Setzt auf, wollt ihr auf den Menschen bauen, dessen Geist ihn bald verlässt? Wollt ihr auf den Menschen bauen? Die Begleitung wird schon leiser. Der Rest bleibt gleich. Eine einzige Geschichte in dem ganzen Muster von Fuß und rechter Hand unterstreicht, dass der Mensch allgemein vergänglich ist, nicht nur Fürsten. Jetzt verschwindet nämlich die rechte Hand nach oben und zeigt, wie sie hinaustritt aus dem Leben, und das gleiche noch einmal zur Verdeutlichung nach unten. Ich spiele es getrennt. Erst nach oben aus dem normalen Tonumfang
höchste erreichte Töne und das gleiche noch einmal abwärts. Abwärts geht's aus dem normalen Kreis des Lebens heraus. Seht, er fällt des Todes Raub. Geht so. Eigentlich bleibt das Muster ziemlich erhalten, rechte Hand mit ihrer Monotonie, aber der Fuß bringt etwas Neues. Um es besser zu hören, mache ich es lauter. Noch ein hässlicher Triller. Es gibt große Oktavsprünge, fast zwei Oktaven weit abwärts. Ein Riesensprung vom Leben ins Grab ist damit natürlich gemeint. Der Triller, laut, endet im Nichts, wie das Leben, im Nichts. Sprünge und Triller im Nichts. Und alles wird leise mit Hilfe des Schwellers. Und sein Anschlag in den Staub, der Anschlag des Todes auf das Leben. Die Sprünge im Pedal und das Zerlaufen im Unendlichen. Leiser werden, aus G-Dur wird C-Dur und C-Dur geht ins weit entfernte S-Dur über. Die Entfernung des Todes vom Leben veranschaulichend.